meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog von uns. Wir sind mal wieder fleißig und Felix legt gerade Laminat bei uns im Wohnzimmer. Und Ziel fürs Wochenende, Wohnzimmer fertig. Ja, super gespannt. Ich drehe euch aber einmal um und zeige euch einmal alles, was wir schon geschafft haben, beziehungsweise wie das hier gerade aussieht, denn wir haben auch noch etwas anderes geschafft. Und so seht ihr ziemlich gut, wir haben ein Fenster. Einige wissen ja, wir hatten ja hier ein Loch mit diesen alten Türen dran. Und hier sollte ja das große Fenster rein, das ist jetzt 1,30 x 1,40. Und wir haben das genau in das Loch gesetzt, wie eben das Loch vorher da war, wegen der Tür. Und genau, damit wir einfach das Loch nicht neu machen müssen oder irgendwie, deswegen haben wir das Fenster genauso reingesetzt. Und deswegen ist es ein bisschen tiefer. Ich finde es aber gerade schön. Also ich finde das total toll, dass wir da jetzt so gut rausgucken können. Auch Lia richtig gut rausgucken kann. Und ist auch schön groß, macht den Raum hier schön hell. Und Felix hat jetzt hier eben auch noch alles fertig gemacht mit Drehgips. Hier ist alles gespachtelt, ist auch schon alles grundiert, das ist alles fertig. Und jetzt, genau, sieht das Ganze so aus. Und ich bin mega verliebt. Hier haben wir auch schon jetzt das kleine Loch fertig gegossen, was ich im letzten Bauvlog erwähnt habe. Und hier im Wohnzimmer ist Felix gerade dabei, den Laminat zu legen. Genau, wir haben jetzt hier komplett aufgeräumt. Und so seht ihr auch mal, wie viel Platz hier noch ist. Das ist so krass. Und hier legt Felix jetzt eben gerade komplett durch bis hinten. Aua! Sorry. Zum Fensterlaminat. Und genau, wir haben hier den gleichen Laminat wie hier vorne. So sieht der aus. Der ist richtig, richtig schön. Haben wir gekauft bei Bauhaus. Und genau, so sieht das jetzt hier aus. Hier hatten wir ja schon das kleine Stück bis hier vorne, hatten wir schon Laminat gelegt. Und jetzt ist eben hier der restliche Raum dran. Das ist jetzt hier unsere Arbeit. Und da kommt immer, kommt danach hier das Sofa hin. Das wollen wir auch direkt aufstellen. Da steht ja schon ein Teil und ein Kissen. Hier stehen die anderen zwei Teile vom Sofa. Die müssen wir dann auch noch nachher hier aus der Ecke rauskramen. Und hier wollte ich euch noch zeigen, hier hat Felix jetzt auch dieses kleine Stückchen hier fertig gemacht. Sieht jetzt auch richtig schön aus. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir das untere Teil zumachen, das obere aber nicht. Und hier, wie gesagt, auch einmal fertig. Hier, es geht jetzt also weiter mit Laminat legen. Und das wird Felix jetzt das Wochenende machen. Mal gucken, wie weit er kommt, wie weit wir kommen. Also Laminat, ich weiß nicht, heute wird eng, hier fertig zu ja, kriegen. Ja, ist noch relativ viel hier. Weil das ist ja so ein langes Ende. Das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 Polen, die ich hier drin habe in einer Reihe. Na, dann kannst du dir vorstellen, dass das lange dauert. Ich weiß auch nicht, ob das reicht. Ja, schauen wir mal, wie das aber war. Aber wir haben da ja noch 6 Pakete. Ja, und die müssen wir auch noch streichen. 1, 2, 3, 4. Das kleine Stück. Haben wir noch das. Ja, das, oh, ich freue mich so, Leute. Ne? Ich freue mich so, wenn ich endlich meine Couch aufbauen kann, die hier schon einfach seit jetzt 1,5 Jahren liegt. Dass wir uns endlich mal draufschmeißen können und fertig ist. Oh, Leute, darauf freue ich mich. So, meine Lieben, Felix hat einiges geschafft und jetzt gebt euch diesen Blick. Oh mein Gott. Ich bin so verliebt. Schaut euch das an. Von heute Nachmittag an, ne? Mit Aufräumen und allem rum und dran. Ja. Das ist nicht heute den ganzen Tag gewesen, da hätte ich das auch fertig gehabt. War ja nur ein paar Stunden. Genau, den Rest. Mal gucken, wann du es machst, ne? Wegen der einen Stelle da hinten müssen wir noch Ausgleichsmasse hinkippen. Ja, ich glaube, das schon mal nicht erwähnen hier. Das ist auch fertig machen. So schön aus, ey. Hallo, mein Lieben, es ist ein neuer Tag und wir sind mal wieder hier auf der Baustelle. Es ist so unglaublich viel passiert und ich würde sagen, ich schnack gar nicht rum. Ich habe die Kamera einfach schon so lange nicht mehr dabei gehabt. Aber wollte ich jetzt trotzdem einmal alles zeigen, einen kompletten Einblick geben und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. So, hier ist unser Wohnzimmer bzw. Esszimmer. Wir haben gerade das Sofa ausgepackt, dementsprechend hier ganz, ganz viel Müll. Das bringen wir gleich noch alles zum Pappcontainer und das kommt in den Plastikmüll. Genau, wie ihr seht, wir haben einen Esstisch, beziehungsweise haben wir unseren Esstisch aufgebaut. Der wirkt jetzt gar nicht, wegen dem ganzen Müll hier. Aber der ist super, super schön. Das ist eine richtig große Echtholzplatte. Der ist 2 Meter mal 1 Meter, glaube ich sogar.
Genau, richtig schön groß, richtig schön edel. Und die Füße sind noch nicht geputzt, nicht wundern. Aber das ist halt so ein mattes Schwarz. Und innen eben auch noch so ein Holz. Und die Stühle sind jetzt aus der Küche. Wir wollten hier aber genau dieselben nochmal kaufen, weil wir finden einfach, das passt sehr, sehr gut zusammen. Auch mit Lias Hochstuhl passt das einfach super, super gut. Genau, das ist schon mal die erste Änderung. Dann ist Laminat fertig. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Genau, der Boden ist drinne. Hier haben wir jetzt auch schon unseren coolen Hängesessel. Der ist von Hubea, den verlinke ich euch mal in der Infobox. Der ist super, super schön. Auch richtig groß. Ich glaube 1,40 breit. Also ein richtig schön großer für sogar zwei Personen. Genau, richtig schön. Den haben wir hier hingehängt, das war mein Wunsch. Weil da hinten kommt ja später ein Kamin hin. Und so kann man den dann nachher da oben mit dem Karabiner einfach drehen. Und dann kann man richtig schön vor den Kamin hier hocken. Und ich finde, diese Ecke bietet sich einfach perfekt dafür an. Dann seht ihr, wir haben die Balken gestrichen. Also Felix hat die Balken gestrichen. Und zwar wieder in diesem dunklen, in dieser dunklen Farbe, genauso wie oben. Und das macht nochmal so viel her. Das sieht so, so schön aus. Der Balken hier ist auch gestrichen, wie ihr seht. Und ich finde, das sieht einfach so unglaublich krass aus, weil es so mit dem Weiß einfach so schön wirkt. Und es passt einfach so gut zur Treppe. Schatz, wink einmal. So, das war einmal alles neu, was Felix jetzt gemacht hat. Beziehungsweise, das ist jetzt so der Stand der Dinge. Und wir waren heute bei Ikea und ich dachte, ich zeige euch einfach mal das, was wir heute bei Ikea mitgenommen haben. Ich finde, das ist einfach etwas, was zum Thema Bauen dazugehört. Und deswegen dachte ich, zeige ich euch das einmal hier mit in diesem Baublog, weil wir das Ganze jetzt auch gleich verarbeiten wollen. Und da wollte ich euch auch mitnehmen. Also ich wollte aus diesem Baublog so eine kleine Wohnzimmer-Einrichtungssession machen. Finde oder ich glaube, das kommt sehr, sehr gut an. Und dementsprechend wollte ich das jetzt mal so aufziehen und zeige euch jetzt mal, was wir bei Ikea mitgenommen haben. So, es kann losgehen. Ihr seht, wir haben hier echt viel mitgenommen. Erstmal habe ich vor, hinterm Sofa. Also, hinterm Sofa möchte ich eine große Fotowand machen. Und da habe ich mir schon so ein Bild im Internet rausgesucht, wie ich das gerne hätte. Also wie die Fotos halt so aufgebaut sind. Und dafür habe ich mir schwarze Bilderrahmen gekauft. So. Einmal einen ganz großen. Der ist 50 x 70 cm. In schwarz, wie gesagt. Der kostet, glaube ich, 8 Euro. Dann habe ich zwei in dieser Größe mitgenommen. Sind alles genau dieselben. Einmal 40 mal 5, also 2 mal 40 mal 50. Die kosten 5 Euro. Und dann habe ich noch so eine mittlere Größe mitgenommen. Das sind die als 30 mal 40. Und der hat, glaube ich, 4 Euro gekostet. Und dann habe ich noch drei von diesen hier mitgenommen. Die kosten 3 Euro. Und das ist 21 mal 30. Genau. Und ich denke, da werde ich eine richtig coole Wand machen. Zwischendrin wollen wir dann noch so ein paar Schriftzüge. Zum Beispiel Home oder Family oder irgendwie sowas. So, dann geht's weiter. Habe ich zwei ganz normale, wie sagt man, Geschirrhandtücher gekauft. Mir sind zwei leider, kaputt gegangen, sage ich mal. So, und dann habe ich noch so eine Salatschüssel mitgenommen. Die wollte ich unbedingt haben, weil ich esse so viel Obstsalat und unsere sind ein bisschen zu klein. Und dementsprechend habe ich noch mal so eine schöne große Schüssel mitgenommen. Die war auch recht günstig. Ich sehe jetzt ja nicht, wie groß die ist. Aber die hat, glaube ich, nur 2 Euro gekostet und das finde ich voll in Ordnung. Und genau, einfach für meinen Obstsalat habe ich so eine mitgenommen. Dann bin ich an diesen zwei Dosen hier vorbeigegangen. Habe ich das erste Mal gesehen und waren heute irgendwie im Angebot. Und ich finde die ganz cool, weil die so einen coolen Deckel haben. Und da kann man zum Beispiel Essen aufbewahren, wenn man zum Beispiel zu viel gekocht hat oder so. Und ich wollte die jetzt haben für Lia, falls ich mal was koche und sie schläft. Dann packe ich das da rein, um es aufzubewahren. Genau, das ist einmal die Schüssel hier und dann hat die so einen richtig dicken Deckel, den man halt so richtig schön verschließen kann mit Gummizug und sowas. Und die waren gerade reduziert von 4 auf 2 Euro. Deswegen habe ich da zwei mitgenommen. Ja, ich weiß. Dann hat Felix sich noch entschieden für eine weiße Vase und einen passenden Bambus dazu. Eigentlich genau andersrum.
Ja, ein Bambus, eine weiße Vase passend dazu. Dieser hat 1,30 gekostet und die hat, glaube ich, 2 Euro gekostet. Und das wollten wir da also reintun. Ne? So, ja, genau. Dann habe ich mitgenommen 2 Ikea-Kisten. Und zwar die 45 Liter. Die wollte ich haben für Lias Kleidung, die zu klein ist. Wir haben zwar schon 3 Stück, aber die sind alle voll. Und genau, deswegen habe ich nochmal 2 Stück mitgenommen. So, das letzte, beziehungsweise vorletzte, was wir mitgenommen haben, ist diese wunderschöne Pflanze. Das ist eine Monstra, glaube ich, heißt die. Und genau, wir haben uns für diese Pflanze entschieden, weil es die einzige war, die uns gefallen hat. Und wir wollten eben eine Pflanze hier fürs Wohnzimmer, die soll entweder hier vorne stehen oder hier vorne. Oh, aber das zeigen wir euch dann. Und dazu gab es einen schönen grauen Pott. Genau, die Pflanze hat 15 Euro gekostet und der Pott, glaube ich, 10. Und wir haben uns dafür einen Grau entschieden, weil das hier am besten in die Einrichtung passt. So, jetzt kommen wir zum größten Teil, nämlich dem Teppich. Da haben wir uns für diesen hier entschieden. Das ist ein Langflor-Teppich. Und der ist 1,33 x 1,95 in einem schönen hellen Mausgrau. Richtig schön, der ist so unglaublich weich. Also es ist mir am wichtigsten bei so einem Teppich, dass er eben super schön weich ist, dass man da auch mal barfuß richtig gern drüber geht. Deswegen ist es auch ein Langflor-Teppich geworden und kein Kurzflor, weil ich Kurzflor nicht so mag. Und hier seht ihr das, der ist richtig schön weich und richtig schön kuschelig, da geht man sehr gerne rüber. Der passt auch richtig gut hier zur Couch. Wir haben uns zuerst so ein bisschen, also ich habe mir Sorgen gemacht, ob das nicht so ein bisschen sticht. Mit dem hellgrau und mit dem dunklen Grau vom Sofa. Und dieses helle Grau ist ja auch noch genau dasselbe wie bei uns bei den Möbeln. Aber ich denke, das passt richtig gut und ich denke, wir haben uns da sehr, sehr gut entschieden. Die Auswahl stand auch noch zwischen einem beigen mit grauen Streifen. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Da war Felix sich aber nicht so sicher, ob der hier reinpasst wegen dem Beige. Ich hätte gedacht, das passt richtig gut. Wir haben jetzt zum Beispiel ein beiges Kissen auf der Couch. Das passt auch sehr, sehr gut hier rein. Genau. Ich denke, das passt gut. So, das war eigentlich auch alles, was wir gekauft haben. So, und Felix macht jetzt gerade die Lampen. Er verzweifelt da so ein bisschen, weil das irgendwie mit den Vargos nicht so funktioniert. Aber kennen sich nur Elektriker irgendwie mit aus, glaube ich. So, und ich packe mich jetzt hier wieder auf die schöne Couch. Oh, das ist so schön, Leute. Hier ist übrigens das beige Kissen, was ich meine. Ich finde, das passt total gut hier in die Ecke. Sieht total schön aus. Die Kissen hier, diese farbigen Kissen, habe ich übrigens mal bei Aldi gekauft. Die hatten die da gerade und ich fand die so schön. Die sind auch schon seit über einem Jahr liegen die hier und warten auf die Benutzung. Dieses hier auch. Und jetzt können wir sie endlich benutzen. Und es passt hier perfekt. Wir haben 2 von diesen länglichen blauen. Und hier einmal diese 2 und ich finde, das passt einfach total gut hier rein. Und dann waren ja auch bei dem Sofa selber noch solche grauen dabei. Das passt einfach richtig schön. Und die Couch ist so gemütlich, wenn man hier so richtig reinfällt. Das ist einfach so herrlich, Leute. Ich sag's euch. Ich liebe es hier. Jetzt muss nur noch der Fernseher stehen und alles und dann haben wir endlich ein Wohnzimmer. So, meine Lieben. Ich habe die Bilderrahmen gestern noch aufgehängt. Das war eine ziemliche Katastrophe, weil sie zuerst ein bisschen zu weit rechts hingen. Deswegen musste ich sie alle noch mal ein Stückchen weiter nach links machen. Jetzt sind wir aber sehr zufrieden. Das hängt so mittig vom Sofa, aber auch so ein bisschen mittig von der Wand. Also so eine gute Mischung und uns gefällt das sehr, sehr gut. Genau, ich werde jetzt heute die Fotos bzw. Poster ja schon für die Bilderrahmen bestellen, damit wir die auch füllen können. Da oben in die Lücke kommt noch ein ganz kleiner Bilderrahmen. Und da drüber hätte ich gerne noch so einen Schriftzug oder hier drunter oder so. Oder hier würde vielleicht auch noch passen. Also irgendwie hätte ich gerne noch so einen Schriftzug, entweder Family oder Home oder sowas. Da werde ich heute mal bei Instagram schauen, ob ich da irgendwie so einen Handmade-Shop finde, der das irgendwie macht. Genau, das hier ist das Sofa, wie gesagt. Das ist so urbequem. Und ich weiß ganz genau, warum ich mir das damals ausgesucht habe. Und genau, die Kissen, wie gesagt, habe ich ja bei Aldi gefunden. Die sind auch richtig schön und passen hier voll gut rein. Hier haben wir ja die Wand jetzt komplett blau gestrichen. Und ich finde, das sieht auch richtig gut aus. Und hier ist ja unser Sideboard, Lowboard, glaube ich, heißt das. Und das kommt auch noch an die Wand. Also es kommt so ungefähr 10 cm hoch an die Wand. Hier haben wir noch 2 Vitrinen,
die dazugehören. Ich denke nicht, dass wir die hier auch noch hinhängen, weil hier kommt dann noch der Fernseher an die Wand. Und dann wollte ich so vielleicht noch zwei kleine Regale oder so daneben. Felix hatte gestern noch eine Lampe hier angebracht, aber irgendwie hat das Ganze nicht so funktioniert, wie er wollte. Und er war am Ende echt verzweifelt, deswegen sollte mein Papa hier nochmal rüber gucken, ob er da irgendwie eine Idee hat, weil hier überall kommen ja diese kleinen Lampen hin. Und hier wollten wir noch eine große Lampe haben. Für die Mitte, da haben wir gestern keine gefunden, passende. Ja, hier sieht es immer noch total müllig aus, weil wir das gestern nicht mehr weggebracht haben. Und den Tisch müssen wir auch mal wieder aufräumen. Aber genau, das machen wir jetzt die nächsten Tage. Am Wochenende denke ich, dass wir das einmal wegfahren zur Deponie. Und hier sind übrigens die ganzen Lampen. Da haben wir so ein riesen Set hier bestellt. Aber wir können die leider absolut gar nicht empfehlen. Die sind leider nicht so schön. Ja, und hier, wie gesagt, der Teppich. Der ist auch richtig schön flauschig. Ich freue mich, wenn wir den auslegen können. Wir wollen hier aber erstmal alles fertig haben. Ich kann mir das so gut vorstellen. Nachher hier mit den Fotos und dann mit dem Fernseher. Dann können wir hier immer chillen. Und ich finde, es ist auch so unglaublich hell hier drin, ne? Durch die zwei Fenster und jetzt auch noch das Fenster da hinten. Es ist einfach so schön. Und es ist so krass. Ich hatte genau dieses Bild vor Augen. Und es ist einfach genau so geworden, wie ich es haben wollte. Und sogar noch schöner, ne? Und auch die Kleine ist mega happy, dass sie hier jetzt auf der Couch immer rumturnen kann und spielen kann. Ist einfach richtig schön, ne, Schätzi? Ja. Hier haben wir jetzt die Pflanze hingestellt. Ich finde, hier müsste eventuell noch eine etwas größere hin. Und ich denke dann, dass diese Pflanze dahin ziehen wird, an diese Stelle. Also wir wollten sowieso da noch eine hinstellen. Aber ich denke, dass wir für diese Ecke doch eine etwas größere wählen, weil ich finde, das passt dann besser, wenn die auf jeden Fall über die Couch hinausragt. Irgendwie so bis hier oder so. Also ist hier auf jeden Fall hier so ein bisschen, ja, ein bisschen größer ist auf jeden Fall. Aber sonst finde ich die super schön. Und wie gesagt, wollen wir da halt eben auch noch eine haben. Und dann nachher halt auch auf der Fensterbank. Da wollen wir jetzt übrigens auch noch Plissés bestellen, damit die Nachbarn hier nicht so doof reinglotzen. Und genau, damit man hier auch einfach mal zumachen kann, ne? Draußen steht noch das Gerüst, wie ihr seht. Und hier kommt auch noch eine Fensterbank hin und da kommen dann auch noch ein paar Blümchen und so hin. Sonst wollen wir das eigentlich gar nicht so groß aufziehen. Also wir haben ja jetzt hier diese große Fotowand und ich wollte da eventuell noch entweder zwei Regale, die habe ich auch schon gekauft. Das sind diese hier, die haben hier so einen weißen Rand und hier sind die halt so holzfarben. Ich weiß nicht, ob wir das eventuell noch so ein bisschen dunkler streichen, damit es hier mit diesem Holz besser zusammenpasst. Aber genau, das sehen wir dann. Auf jeden Fall ist es halt ein so ein kleines und ein etwas größeres und die habe ich jetzt überlegt, dass wir die hier hinhängen, also das kleine oben, das größere etwas unten. Ich denke, das passt ganz gut. Wenn sie da nicht hinkommen, kommen da auf jeden Fall auch noch zwei, drei Fotos hin. Also genau die gleichen Bilderrahmen wie hier. Und dann kommen die Regale hier hin. Also entweder rechts oder links neben dem Fernseher. Auf jeden Fall kommen sie hier ins Wohnzimmer, nur halt entweder da oder da. Hier kann ich auch noch eben drüber sprechen. Und zwar kommt hier noch so ein kleines Regal hin, was in so Industrieoptik ist. In diesen Farben, also in diesem Holz und in diesem dunklen Metall, wie die Füße sind, damit das hier gut passt, weil wir hier ja so eine ganz kleine Ecke nur haben, wollten wir hier gerne so ein kleines Regal hinstellen und hier dann auch vielleicht noch ein paar Fotos oder so. So, meine Lieben, und wie es denn hier weitergeht, das werdet ihr im nächsten Bauvlog sehen. Hier ist erstmal bis zum Wochenende Baustopp, würde ich sagen. Und dann geht es auf jeden Fall nochmal zu Ikea, weil wir Schrauben für unser Board vergessen haben, beziehungsweise sind die irgendwie weg. Und dementsprechend brauchen wir dann neue. Das bekommt man bei Ikea hier immer ganz gut. Genau, dann geht's hier weiter. Fotos werde ich gleich noch bestellen und dann werden wir die auch reinmachen zusammen. Und dann schauen wir mal, wie sich das hier so entwickelt. Ich hoffe, euch auf jeden Fall, der Bauvlog hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!